Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Ohne Gottes Eingreifen würde es meinen Studiogast nicht mehr geben. Das ist nämlich eine Aussage von ihm. Es gab eine Zeit in seinem Leben, da war er 21 Jahre alt, da wollte er sich das Leben nehmen. Er stand auf einer Brücke, er wollte springen und für ihn war die Welt damals so kompliziert, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah. Darüber gleich mehr. Aber Gott sei Dank kam es nicht so weit. Und ich freue mich sehr, dass Raphael heute bei uns ist und uns erzählt, wie er aus dieser dunklen Zeit herausgekommen ist. Zuerst einmal herzlich willkommen, Raphael. Danke. Schön, dass du da bist und dass du uns auch teilhaben lässt an dieser, eben, ich habe es erwähnt, dunklen Zeit. Mhm. Wenn man sich mit 21 Jahren das Leben nehmen will, gerade so, wenn man voll im Saft ist, dann ist das ja schon nicht das Normale. Ja, das ist so. Wie kam es eigentlich dazu, dass du so weit warst an diesem Punkt, dass du gesagt hast, ich habe keine Hoffnung mehr, quasi ich schmeiße mein Leben weg? So alle Probleme, die ich früher einfach so vor mich hergeschoben habe, verdrängt habe, haben mich so ein bisschen eingeholt. Der ganze Scherbenhaufen ist zusammengebrochen und ich bin dann in eine schwere Depression gefallen. Ich weiß noch, war in der Anatomiestunde, das ist mir sonst sehr gut gelegen, habe ich gut verstanden. Ich saß dort und habe kein Wort mehr verstanden. Also ich wusste nicht mehr, um was es ging. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, konnte nicht mehr schlafen, hatte fast keinen Appetit mehr. Und die Stimmung war im Keller, der Antrieb war schlecht. Also ich fiel da einfach zum ersten Mal in meinem Leben in eine tiefe Depression. War es auch so, dass du niemanden hattest, mit dem du deine Probleme hättest besprechen können? Doch, ich hätte schon Leute gehabt. Mhm. Also ich hätte eine Freundin gehabt damals, ich hätte gute Freunde gehabt, meine Mutter, mein Bruder. Mhm. Aber ich war früher zu stolz, um über meine Probleme zu sprechen. Mhm. Du hast Anatomie erwähnt, das heißt, du bist in einem Pflegefachberuf tätig. Ja, genau. Warst damals in der Ausbildung. Ja. Mhm. Jetzt kam es so weit. Das war ja nicht eine Handlung von heute auf morgen, sondern du hast dir das überlegt, das war in deinen Gedanken, fing das an. Und du hast ja dann bewusst auch zwei Abschiedsbriefe geschrieben, einen an deine Mutter und an deine damalige Freundin. Genau. Und nachdem du die geschrieben hattest, dann bist du losgezogen. Genau. Also ich habe da, es ging etwa 2 Wochen, diese schlechte Phase. Und das Einzige, worüber ich noch nachgedacht habe, war, wie bringe ich mich um, was muss ich vorher noch erledigen. Also eben die Abschiedsbriefe wollte ich noch schreiben und es hat sich nur noch um das gedreht. Wie bringe ich mich um, welche Methode wähle ich, was ist das Sicherste. Und sonst habe ich überhaupt nichts mehr nachgedacht. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, habe diese 2 Abschiedsbriefe verfasst und ich habe bewusst nicht geschrieben, was ich genau mache, wo ich hingehe, welche Methode, sondern nur, dass es mir leid tut, dass ich keinen anderen Ausweg mehr sah. Sonst habe ich nichts geschrieben dort. Also nicht, dass es jemand noch hätte verhindern können. Darum bin ich da nicht genauer darauf eingegangen in den Briefen. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, habe mich entschieden, auf die Lorsentobelbrücke zu gehen, in Zug, und wollte mich von dieser Brücke stürzen. So weit kam es Gott sei Dank nicht. Und genau. Als du dann auf dieser Brücke standst, da ist ja etliches dann abgelaufen, was du dir vorher nicht vorgestellt hast. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, nimm uns da ein bisschen mit hinein. Also ich stand da auf dieser Brücke und bin so etwa 20 Minuten hin und her gelaufen. Da habe ich die tiefste Stelle gesucht und wusste, es darf keine Wiese in der Nähe haben, keine Bäume. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie noch auf einem Baum landen könnte und dann nachher einfach gelähmt wäre oder so. Und da bin ich sicher 20 Minuten so hin und her gelaufen auf der Brücke, habe auf beiden Seiten immer so runtergeschaut und habe mir die tiefste Stelle ausgesucht. Und als ich gerade meine Stelle hatte, ja, es war wirklich etwa so nach 20 Minuten, zwischendurch sind auch Leute zu laufen gekommen, da habe ich immer so geschaut, wie ich die Natur würde, bewundern würde. Und als gerade mal keine Leute dort waren, als ich meine Stelle gefunden hatte, war ich schon mit einem Fuß auf dem Geländer und dann ist meine Mutter angesprungen gekommen. Da tauchte die auf einmal auf und das ist ja jetzt hochspannend, weil in dem Abschiedsbrief hattest du nichts erwähnt, genau, wohin du gehen würdest. Genau. Also, dass du da auf eine Brücke gehst, die hatte keine Ahnung. Wie kam es dazu, dass sie dann auf einmal dort auftauchte? Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Also sie ist dann gekommen zu mir und hat mich in den Arm genommen und geweint und ich habe die Fassung völlig verloren, wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann hat sie mich wieder nach Hause genommen mit dem Auto. Und als wir zu Hause waren und ich meine Fassung gerade so ein bisschen wieder gefunden habe, habe ich sie gefragt, wie hast du mich gefunden? Das kann ja nicht sein. Ich habe ja extra nicht geschrieben, was ich mache und wo ich bin. Und dann hat sie gesagt, sie hatte einfach so ein ungutes Gefühl gehabt. Und dann, ich habe zuvor noch mein Zimmer abgeschlossen und den Schlüssel versteckt. Also so, dass man ihn findet, aber nicht gerade sofort. Und dann hat sie gesagt, hat sie eben dieses ungute Gefühl gehabt. Und ich habe mir noch nichts dabei gedacht. Ich dachte, ja, das ist Mutterinstinkt und so. Und dann hätte sie diesen Schlüssel gefunden und habe das Zimmer aufgeschlossen und hat den Abschiedsbrief gelesen. Und dann sei sie ganz schnell ins Auto gerannt und sei viel zu schnell Richtung Zug gefahren. Ich habe ihr gesagt, ich gehe mit Freunden an den Zugersee. Und dann hat sie gedacht, ich sei in den See geschwommen und hätte vielleicht Schlaftabletten oder sonst was genommen. Und ist Richtung Zug gefahren. Und dann habe ich plötzlich, das Krasse war, sie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Christ. Dann habe ich eine akustisch hörbare Stimme zu ihr gesagt, fahr nicht zu schnell, es ist noch nicht zu spät. Und es sei wirklich eine liebevolle, warmherzige Stimme gewesen. Und das habe ich sie beruhigt, dann ist sie nicht mehr so schnell gefahren. Und dann hat sie aber immer noch nicht gewusst, wo ich bin. Und dann habe ich nochmal genau die gleiche Stimme gesagt, ich sei auf der Lorzentobelbrücke. Und sie käme genau zur richtigen Sekunde. Und so ist es ja dann auch passiert. Das ist krass, wirklich. Aber da können wir sagen, da hat der Gott seine Finger wirklich mit im Spiel. Ja, das kann man so sagen. Das ist ganz gewaltig, ja. Und dann, kurze Zeit später, hast du dann Christen kennengelernt. Genau. Ich war da wirklich am Zugersee mit einem guten Freund, haben ein Bierchen getrunken. Und dann sind so Christen mit so roten T-Shirts und so einer Zielscheibe auf der Brust, sind so evangelisieren gegangen. Also ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was das ist. Ja, und die gingen da zu den Leuten hin und haben allen von Jesus erzählt. Und dann irgendwann sind sie zu uns gekommen. Und der eine ist mittlerweile einer meiner besten Freunde, der hat mir erzählt, er sei 7 Jahre drogensüchtig gewesen. Hat sogar 3 Jahre gespritzt und dann, als er im Entzug war, sei ihm Jesus begegnet und dann seit diesem Zeitpunkt wurde er frei von Drogen, hat nie mehr konsumiert, hat aufgehört zu rauchen, zu trinken und hat mittlerweile eine Familie und Kinder und ist immer noch überzeugter Christ. Und der hat mir seine Geschichte erzählt, der hat mich immer wieder zu sich nach Hause eingeladen. Und hat immer wieder von diesem Jesus erzählt, bis wir dann irgendwann mal zusammen gebetet haben. Das ist ja auch spannend, finde ich. Und das soll ja uns auch ermutigen, dass wir unsere Geschichte, die wir erleben, dass wir die teilen, so wie wir das heute auch machen. Ja. Damals, er hat dich angesprochen, du hast bestimmt Hoffnung bekommen, weil du gesehen hast, was? Ich sage jetzt mal, der war ja kaputt früher in seinem Leben. Genau. Und Gott hat ihn wiederhergestellt, Familie. Dieser Jesus muss leben. Genau, und dieser Freund hat so eine unglaubliche Liebe ausgestrahlt und einen Frieden, den ich nicht kannte. Und ich dachte wirklich, der war so kaputt am Boden zerstört und man hat ihm überhaupt nichts angesehen. Und da dachte ich schon, da muss es etwas geben, das einfach größer ist. Und eben weil Gott auf dieser Brücke mir sozusagen auch schon begegnet ist, dachte ich, ja gut, vielleicht gibt es wirklich einen Gott, der mir jetzt einfach nachgeht. Du hast erwähnt, damals war deine Mutter noch nicht Christin, also sie kannte Jesus Christus noch nicht persönlich. Ja. Das hat sich dann auch verändert. Ja, also 2 Wochen nachdem ich zum Glauben gekommen bin, hat sie gemerkt, wie ich mein Leben verändere oder wie Gott mein Leben verändert hat. Und dann hat sie sich auch für Jesus entschieden. Du warst ja zu dieser Zeit, oder vorher kann man sagen, warst du jemand, der gerne getrunken hat? Ja, zwischendurch schon, ja. Du hast dich auch rumgeprügelt. Also dein Leben hat sich dann wirklich total verändert. Genau, es hat sich wirklich komplett verändert. Ja, ich hatte früher immer so die eine oder andere Schlägerei, habe am Wochenende viel getrunken, hatte viele Frauengeschichten und einfach so. Ich war ein typischer rebellischer Teenager. Heute verheiratet, 2 kleine Jungs. Genau. Das ist wunderbar. Wie lange ging diese Zeit von diesem ersten Kontakt, den du hattest mit diesem, heute ist es dein Freund, mit diesem Mann, der dir von Jesus erzählt hat, bis du dann gesagt hast, jawohl, diesen Jesus, den möchte ich persönlich auch kennenlernen. Ich würde sagen, das ging etwa einen Monat. Ja.
Und dann haben mich die Christen am See, die habe ich dann kennengelernt, bin jeden Abend an den See gegangen und habe sie wirklich immer besser kennengelernt. Und wir hatten es lustig zusammen, dann haben sie mich in ein christliches Lager eingeladen und dort habe ich dann mein Leben Jesus übergeben. Das ist fantastisch. Und heute ist es dir wichtig, heute gehst du auch auf Leute zu, du sprichst sie an, du erzählst deine Geschichte, so wie wir das jetzt hier machen, auch teilen. Was hat sich, sagen wir, nachhaltig verändert jetzt in deinem Leben, Raphael? Also ich habe jetzt eine Hoffnung, die beständig ist. Ich habe einen Frieden, der mir niemand mehr rauben kann. Ich habe eine Ruhe, die ich vorher nicht hatte und eine Sicherheit, dass Jesus mich liebt und dass ich in den Himmel komme und ewiges Leben haben werde, was ich früher nicht hatte. Und diese Hoffnung ist viel stärker als jede Verzweiflung. Das ist fantastisch. Das heißt ja auch, als Christen sind wir nicht gefeit, dass wir eben auch mal Probleme haben. Du hast sehr viel gearbeitet und hast dann auch eine Situation kennengelernt, wo du dann in einen Burnout gelaufen bist. Genau, ja. Und da auch Hilfe gebraucht hast. Das zeigt aber auch eben, dass wir voller Begeisterung sein können, aber trotzdem müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu viel tun. Das stimmt. Ich habe zu diesem Zeitpunkt viel zu viel gearbeitet, zum Teil mehr als 100%. Habe viele Nachtdienste gemacht noch zusätzlich. Im Beruf als Pflegefachmann. Genau, habe auch zu wenig geschlafen dann und einfach gesamthaft viel zu viel gearbeitet. Dann wollte ich das Theologiestudium gleichzeitig auch noch wieder aufnehmen am ISTL. Und dann ist einfach alles zu viel geworden. Die Energie, die Kraft hat mich verlassen. Und ich bin dann in einen Burnout hereingelangt. Und das ist etwa 2,5 Monate hat das angedauert. Ich konnte zu dieser Zeit auch nicht arbeiten, weil es mir wirklich nicht gut gegangen ist. Und dann wusste ich, die einzige Hoffnung, die ich habe, ist Jesus. Und dann habe ich, mein Glaube war zu dieser Zeit ziemlich schwach. Und trotzdem habe ich die Bibel genommen und habe Bibelstellen proklamiert über mein Leben, bis ich sie wieder geglaubt habe. Und das Wort Gottes hat Kraft, es verändert Leben. Es heißt in der Bibel, es kommt nie leer zurück. Und so ist es auch passiert. Ich habe einfach so lange Bibelstellen über mein Leben proklamiert, bis ich sie wieder geglaubt habe. Und dann habe ich Lobpreismusik, Worship, habe ich mir angehört. Und da habe ich so lange Gott angebetet in der tiefsten Krise, bis das Burnout einfach weg war. Und das ist dann von einer Sekunde auf die andere ist alles wie weggeblasen gewesen. Das ging eine gewisse Zeit, bis du zu diesem Punkt kamst. Ja. Und der Unterschied gegenüber der ersten Situation war ja, du hattest jetzt diesen Jesus ja in dir. Genau, ja. Du wusstest, diese Hoffnung, die ist da. Genau. Auch wenn du jetzt in einer Krisensituation warst und du hast gemerkt, das Fundament mit diesem Jesus, das trägt tatsächlich. Definitiv, ja. Du hast ja auch als Jugendpastor gearbeitet. Das zeigt, dass dir das sehr wichtig ist, der Glaube an Jesus Christus. Wir haben es gehört, auch das Wort, die Bibel, die Power hat, die Kraft hat. Genau. Raphael, wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, Mensch, ich bin auch in einer Situation, ich habe so vieles ausprobiert, ich bin suchend, aber es geht mir nicht gut. Ich meine, was soll so eine Person ganz praktisch tun? Wie geht denn das, sich zu entscheiden für diesen Jesus? Ganz praktisch, wie hast du das gemacht? Das ist eigentlich ganz einfach. Also in der Bibel steht, Gott ist Liebe, das steht wortwörtlich so in der Bibel. Und Gott liebt Menschen. Im Johannes 3,16 heißt es, dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also Gott liebt alle Menschen. Und von Natur aus sind wir alle Sünder, also wir machen Fehler, wir sind stolz, wir sind rebellisch, wir sind einfach Sünder, auf Bibeldeutsch gesagt. Und Gott liebt nicht die Sünde, er hasst die Sünde, aber er liebt die Menschen, er liebt die Sünder und er geht ihnen nach. Und Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er hat den Preis bezahlt, den wir hätten bezahlen müssen. Früher mussten sie da Tiere opfern und solche Sachen, das muss man heute nicht mehr, weil Jesus das letzte einmalige Opfer ist, das Gott für uns gebracht hat. Und Jesus hat stellvertretend für uns all unsere Sünden, all unsere Fehler, all unser Versagen getragen, damit der Weg zu Gott frei wird. Und in der Bibel steht, wer Jesus hat, hat das Leben, wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und das heißt auch, denen aber, die ihn aufnahmen, also mit ihnen ist Jesus gemeint, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.
Und das ist ganz einfach, man kann da ein einfaches Gebet sprechen. Jesus, es tut mir leid, dass ich mein ganzes Leben ohne dich verbracht habe. Da kann man noch alle Sünden aufzählen, die einem in den Sinn kommen gerade. Zum Beispiel hat man mal gelogen, gestohlen, betrogen, was auch immer. Kann man das alles beim Namen nennen. Das muss nicht mal eine andere Person dabei sein. Das kann man einfach so ganz allein mit Gott machen. Und dann, es heißt auch, wenn wir unsere Sünden bereuen und bekennen, ist er treu und gerecht und spricht uns frei von aller Schuld, steht im Johannesbrief. Und da können wir einfach uns darauf verlassen, dass Gott treu ist, zu seinem Wort steht und uns freispricht von unserer Schuld. Und da können wir sagen, Jesus, bitte komm du in mein Herz, übernimm du das Steuer von meinem Leben, werde du Herr in meinem Leben. Und verändere du mein Leben, verändere du mich in dein Bild und es wird passieren. Mhm. Und dann bekommen wir den Heiligen Geist, der uns die Kraft gibt, die Dinge zu tun, die wir nicht aus eigener Kraft tun können. Das hast du erfahren? Das habe ich erfahren, ja. Auch in einer schwierigen Situation, das darfst du eigentlich tagtäglich immer wieder erfahren, genau. Dass Jesus ist bei dir. Und ja, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie jetzt sagen, diesen Jesus, so kenne ich ihn noch gar nicht, vielleicht vom Hörensagen, aber diese persönliche Beziehung, die habe ich nicht. Raphael hat das wunderbar erklärt. Ein Gebet von Herzen gesprochen, das ist der Schritt, dass Sie sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Wenn Sie mehr Informationen haben oder auch Gebetsanliegen, wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben oder wenn Sie auch direkt Raphael Steiner kontaktieren möchten, auch das ist möglich. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Wir hoffen, dass Sie dieser Beitrag doch sehr ermutigt, auch in Ihrer persönlichen Situation, wie schwierig sie auch sein mag, Ihr Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Gott segne Sie. Darf ich noch meine Lieblingsbibelstelle und zum Schluss absolut sicher sagen? Die steht im Jesaja, das ist im Alten Testament, Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Dort heißt es aber, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Ihnen wachsen mächtige Flügel wie die eines Adlers. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Das ist meine Lieblingsbibelstelle. Vielen Dank, Raphael. Gern geschehen. Danke.